Moin Leute, was kommen wir hier? Zorn und wieder auf meinem Kanal. Und zwar spiele ich heute mal wieder ein neues Free-Mod-Menü vor. Und zwar das Naruto-Mod-Menü, also 1.4. Und ja, wir packen auf jeden Fall erstmal den Ordner hier. Dann bekommen wir den Ordner hier, da gehen wir dann einmal rein. Und schieben wir einmal den Naruto-Files in Put the Naruto-Folder into this Folder. Ziehen wir den einmal rein und dann öffnen wir Xenos. Und schieben dann einmal hier den Naruto 1.4.dll hin, das weiße Feld rein. Da könnt ihr dann auch wieder schließen, GTA starten, in den Stimmus gehen und dann zeige ich euch, wie es da weitergeht. Also bis gleich. So, im Stimmus ankommen, klickt mit Alt und Tab und gehen in Xenos zurück. Danach klickt ihr auf Prozess und gebt auf eurer Tastatur GTA ein. Und dann wählt ihr hier die GTA 5.exe aus und klickt dann hier noch auf Inject. Und dann öffnet sich hier schon die Naruto Konsole. Die könnt ihr dann einmal minimieren und Xenos auch. Dann öffne ich so Webseiten, die können alle wieder schließen. Und dann klickt ihr F5, um das Mod-Menü zu öffnen. Und ja, nun gehen wir noch in den Online-Modus, zeige ich nochmal die Recovery-Options und dann sehen wir uns da gleich wieder. Also bis gleich. So, im Online-Modus ankommen, gehen wir dann unter die Recovery-Options. Haben dann hier die Unlock-Options und dann könnt ihr euch einmal hier alles unlocken. Also jede Funktion dann. Und dann können wir uns hier noch ein Level setzen. Ja, ich gucke jetzt mal, welches Level ich bin. Ich bin jetzt hier Level 350, dann setzen wir uns mal Level 400. Zwar gehen wir dann hier 400 ein und setzen uns das Level. Und wie ihr seht, werden wir dann hier auf Rang Level 400 gesetzt. Und dann haben wir noch die Money Options. Da können wir uns dann hier mit 8 Millionen, ja, aber der 5 Millionen ist der FG. Also den können wir uns auf jeden Fall geben. Und dann haben wir noch einen Money Drop, auch ganz nice. Und dann haben wir noch Vehicle. Stealth und den KD-Editor. Da könnt ihr dann eure Kills und Wins und Tode und alles so setzen. Und ja, nun zeige ich noch ein kleines Showcase vom Mod-Menü und wir sehen uns dann im weiteren Video. Bis dann, haut rein und ciao! Slow down, slow down.